Und in den Tiefen des Schiffwracks geht es weiter in Part 42 von Okami HD. Und hier sieht es echt einladend aus. Alles steht unter Wasser. Yay. Und irgendwas sagt mir, dass wir hier das Wasser ablassen müssen. Wieder. Okay, gut. Da war die Tür, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Hier müssen wir scheinbar etwas freispringen. Gut. Aber ich glaube, als erstes müssen wir erstmal das Wasser wieder ablassen. Weil hier gibt es sicher etwas, was wir dort in diese Kanone rein befördern müssen. Ich glaube, ich sehe es auch schon dort hinten. Ja, gut. Schauen wir doch mal, ob wir hier noch gut durchkommen. Hoppala. Würdest du bitte da runterspringen, Ami? Dankeschön. So. Also ich bin zuversichtlich, dass wir hier noch gut durchkommen werden. Okay, da kommen wir anscheinend nicht hoch. Aber wir müssen ja jetzt auch erstmal wieder zurück. Ich hoffe, ich komme dann noch da oben hoch. Wow. Vorsicht von den Bambusspießen. So, gegen den Hai-Dämon haben wir ja schon gekämpft. So. Ja, hier müssen wir, wie gesagt, noch etwas dranhängen als Gewicht, damit wir dort hinaufkommen. Wobei, kommen wir da auch so drauf? Nein, scheinbar nicht. Wow, sieh dir das mal an. Das Ding ist riesig. Sieht aus wie eine gewaltige Wolkenwaage oder sowas. Ich frage mich, wozu man so etwas benutzt. Man kann nur auf der einen Seite Gewichte tun. Das nenne ich mal ein unausgeglichenes Gleichgewicht. So, ja, das haben wir uns ja schon bereits angeschaut. Ja, gut. Wir müssen jetzt erstmal wieder die Ebbe herbeizaubern. Mond erscheinen. Sehr schön. So. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter. Ach, ist das nicht... Das war elegant durchmanövriert. Nicht ganz so elegant. Fast. Und ich habe so dieses ganz dumpfe Gefühl, ich komme da jetzt nicht mehr hoch. Nein, natürlich komme ich da... natürlich komme ich da jetzt nicht mehr hoch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Vielleicht hätte ich doch erstmal auf der anderen Seite runtergemusst. Und wieder zurück. Autsch. Gefährliches Pflaster ist das hier. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass ich da hinten nicht drüber komme, wenn das Wasser weg ist. Nun müssen wir so doch wieder zurück. Jetzt kommen wir da aber wieder rüber. So, ich
könnte aber auch noch mal eben meine Energie ein bisschen auffüllen. So. Ja gut, dann werde ich doch erstmal dort hinuntergehen. Und dann springen wir runter. Geist, verschwinde! So, oh, hier können wir nämlich lang. Und da sind noch mehr solche Geister. Die sollen uns natürlich nicht aufhalten. Ah! Das war knapp. Verstreute Perle. Ich habe tatsächlich nie alle Perlen gefunden in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man alle bekommt. Ob man dann irgendwie eine Belohnung kriegt? Ich habe keine Ahnung. Was zum... Eine riesige Hand. Okay, was war das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Also irgendwas lebt hier drin in diesem Wasser. Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Au! Da! Die Hand kommt zurück. Das können wir doch bestimmt zerschneiden. Aha! Sehr schön. So. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir das Fass dort hinten hinbekommen. Da. Also absaufen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe gesagt, absaufen wollte ich nicht. Aber wir haben es fast geschafft. Okay, jetzt haben wir ein Gegengewicht. Und das sieht mächtig gefährlich aus, was hier abgeht. So, dann wollen wir einmal hier rauf. Affenstatue. 13 Sternzeichen-Schätze. Das Design ist sehr hinreißend. Okay. Alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich jetzt da wieder hoch? Einmal drauf. Okay, was zum Teufel geht hier ab? Gott, es kommen große Hände aus dem Wasser. Halleluja. Okay, ich möchte aber hier rauf, bitte. Wow. Gefährlich, gefährlich.
okay. Wir kommen also hier oben wieder raus. Ach so, okay. Ich sehe schon. Aber wir können ja. Von hier müssen wir eigentlich die Sonne wieder zum Vorschein bringen können. Obwohl, es ist ja wieder hell. Quark. Wir brauchen den Mond. Nicht die Sonne, den Mond brauchen wir. Ich bin schon ganz verballert. Okay. Ach, guck mal an. Jetzt bewegt sich das Ganze hier auch. Das heißt, wir kommen jetzt hier ohne Probleme rauf. So. Okay. Hier bewegt sich jetzt auf einmal nichts mehr. Muss mir das zu denken geben? Also da ist noch etwas, was sich bewegt. Können wir es vielleicht bewegen, indem wir pusten? Hätte es vielleicht nicht berühren sollen. Okay, diese Dinger lassen sich auch nicht bewegen. Okay, hier ist jetzt soweit erstmal nichts. Aber dort hinten können wir noch weiter. Beziehungsweise von dort sind wir ja gekommen. Aber jetzt können wir uns hier um die Kanone kümmern. Ah, okay, scheinbar muss ich selbst eine hineinbefördern. Okay. Irgendwie müssen wir ja diese Kanone weiter nach unten befördern können. Ah, okay. Ich sehe schon. Jetzt ist sie wieder so weit oben. Ups, das war ein bisschen sehr weit unten. Aha. Na, schau mal an, was wir da haben. Da ist aber noch eine Stelle, die wir treffen können. Hoppala. Daneben fliegen sollte die eigentlich auch nicht, die Bombe. So. Würdest du bitte... Danke. Nein, die sind wieder daneben geflogen. So. Da ist nämlich noch eine Truhe.
Frage ist, komme ich so da rauf? Ha! Geht doch. Oh, eine Perle. Ah, da oben ist auch noch eine Truhe. Ich glaube, da komme ich so nicht ran. Moment. Wow. Jetzt wieder da hochkommen. Yay. So. Gut, dass ich da mit Doppelsprung kann. Sonst, ja. Wäre ich sehr wahrscheinlich nicht so weit gekommen. So. Na also, geht doch. Oh, was haben wir denn hier? Fragment der Sonne. Sammel 3 leuchtende Fragmente, um Solarenergie um 1 zu erweitern. Oh. 3 Sonnenfragmente gesammelt für eine Einheit Solarenergie. Oh. Wir haben davor schon welche eingesammelt. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. So, aber wir brauchen jetzt den Schlüssel. Denn wir wollen natürlich dort durch die Tür. Ob du willst oder nicht, Schloss, wir öffnen dich jetzt. So. Haha. Und hier haben wir noch eine weitere verfluchte Tür. Ah. Ein Geist! Verschwinde! Gott. Wir nehmen natürlich alles an uns, was wir kriegen können. Wunschzepter. Oh, was bist du denn? Was ist das? Endlich mal etwas Interessantes. Warte, das ist ein Wunschzepter. Ist so eine scheinbare Ahnung, was es ist. Habt ihr das gesucht, hübsche Braut? Damit kann man zwar Leute schrumpfen, bis sie so klein sind, wie die Spitze einer Nadel. Sicherlich ein Gegenstand mit großer Macht, aber er bietet keine Lösungen für Königin Himikos Gebete für Frieden. Irgendjemand anders hatte kürzlich die Spitze einer Nadel erwähnt. Ach genau, es war dieser mächtige Prophet Wakka in der Stadt Sean, erinnerst du dich? Er sagte so etwas wie, sogar die beste Verteidigung hat ein winziges Loch von der Größe der Spitze einer Nadel. Ich frage mich, von was er da gesprochen hat. Amaterasu, es scheint so, als wäre das, wonach ich suche, nicht auf dem Schiff. Unglücklicherweise müssen wir ohne diesen Gegenstand gehen. Ach, sei doch nicht traurig, hübsche Braut. Das Meer ist ein großer Ort. Du wirst schon noch irgendwo finden, was du suchst. Das mag schon sein, aber jetzt runter ins Meer zu gehen, wäre Selbstmord. Nun, solange der Wasserdrache da ist, ist es... Meine Güte, alle erzählen dauernd von diesem Ding. Man könnte annehmen, dass der Wasserdrache reagiert... Was regiert? Die Ryoshima-Kiste oder sowas. Nun, vergiss nicht, wir haben die Chefin Ami bei uns. Lasst uns zurückgehen und uns die Sache noch einmal in der Stadt überlegen. Ich habe genug von diesem Schiff. Und da kommt eine Hand aus der Truhe. Ja.
Ich brenne! Nicht mit mir. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Aber oh, wir haben jetzt ein Wunschzepter. Ihr wisst, was das heißt. Wir kommen jetzt durch das kleine Loch im Palast. Also in der Palastmauer. Hihihi. Kannst du denn nicht schneller schwimmen, Amaterasu? Hallo, ich hab dich auf meinem Rücken. Das geht nicht so schnell. Hä? Was habt ihr denn erwartet, Braut? Ami ist ein Wolf und kein Schnellboot. Oh, ich verstehe, Braut. Du willst auf die Toilette, stimmt's? Klar. Ist schon okay. Und es ist nichts als die weite offene See um uns herum. Es guckt auch niemand. Komm schon, das machen doch alle. Ich glaube, darum geht's dir gar nicht. Du verstehst nicht. Die steigenden Wellen sind ein Zeichen, dass er kommt. Oh-oh. Wir werden schutzlos sein, wenn er uns hier angreift. Und schon geht das wieder los, wenn er das ist. Der Wasserdrache, stimmt's? Wenn er das ist, werden wir uns um die Bestie kümmern. Er wird den Tag bereuen, an dem er sich mit uns angelegt. Ich glaube, der kommt direkt auf uns zu. Oh, Hallöchen. Was zur... Wo ist denn das Ding hergekommen? Ist das der Wasserdrache? Pass auf! Oh shit. Wo sind wir? Wir sind doch nicht... Oh, du grausame Welt. Ich bin zu jung und gut aussehend, um zu sterben. Vielleicht sind wir doch nur an den Schrank gespült worden. Hast du gesehen, was uns angegriffen hat? Es war riesig. Und verdammt nochmal, was zu verdammt nochmal war das, Ami? Niemand hat mir gesagt, dass hier in der Gegend so etwas frei umläuft. Und was ist mit der vollbusigen Braut? Sie ist einfach ohne uns abgehauen, Junge. Wenn wir sie das nächste Mal treffen, werde ich ihr mal ordentlich meine Meinung sagen. Hm? Dieser Hammer ist ganz von alleine rausgekommen. Wow, ich hasse es, wenn Schätze einfach so wegrennen. Ihm nach, Ami! Okay. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, der Wasserdrache hätte uns gefressen. Aber nein, scheinbar sind wir an den Strand gespült worden. Da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir noch eben in die Stadt und erholen uns dann erstmal ein wenig von dem Schock. Aber gut, die Fuchsstäbe, nach denen wir eigentlich gesucht haben, haben wir jetzt wohl scheinbar nicht gefunden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir sie nicht nur woanders finden. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Dann wird noch einmal gespeichert.
So. Nochmal speichern. So. Ich würde sagen, das war's dann von diesem Part, Okami. Und ihr schaltet zu Part 43 wieder ein. Das war's erstmal an dieser Stelle von mir und...